Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute sind wir nur im Radio, ausschließlich im Radio zu hören. Schön, dass ihr dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute Nacht eine freie Themennacht, wie immer freitags. Und ihr könnt mich also anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, hier live im Radio mitten in der tiefen Nacht. Nochmal die Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin, 22 Jahre alt und Melanie. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Melanie. Was ist dein Thema? Mein Thema ist Chatsucht. Und also, folglich bist du chatsüchtig, oder? Ich würde von mir behaupten, ich bin chatsüchtig. Ja. Erzähl mal, wie viele Stunden am Tag verbringst du vor dem PC? Also mittlerweile nicht mehr so viele. Aha, aber in den Höchstzeiten? Sicherlich so 10 Stunden. 10 Stunden am Tag? Ja, wenn es nicht sogar mehr wurden teilweise. Ja. Ich glaube, wir müssen nochmal erklären, da das vielleicht doch alle Leute nicht so ganz wissen, wie das funktioniert. Man geht in so einen sogenannten Chatraum, wo viele genau. Leute sich treffen, im Internet, ja. im Computer. Mhm. Und kann sich dann mit mehreren unterhalten oder man kann auch so Privatchats führen, indem man eine Person anklickt und sich dann mit dem alleine unterhält, ohne dass die anderen das mitbekommen. Genau. Ne? Und also unterhalten heißt, bitte? Wie man das gerade macht. Genau. Und unterhalten heißt natürlich nicht per Sprache, sondern man schreibt mit der Tastatur immer die Mitteilung rein und quasi Brief, 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 ne? Hin und her. Genau. Mhm. Waren das so ganz normale Gespräche oder waren das auch erotische Gespräche? Also bei mir waren das ausschließlich ganz normale Gespräche. Es gibt natürlich auch Leute, die ausschließlich mit der Absicht in den Chat gehen, nur erotische Gespräche zu führen und dann auch wieder die sich davon hinreißen lassen und dann das einfach mal ausprobieren oder sowas. Ja. Aber bei mir waren das ausschließlich ganz normale Gespräche, also keine erotischen. Aber 10 Stunden am Tag, was gibt es denn da so viel zu quatschen? Ja, das frage ich mich mittlerweile auch. Ja, aber was waren so die Themen? Du hast ja mit wildfremden Leuten dich dann auseinandergesetzt, kommuniziert. Mhm. Was habt ihr gesprochen? Größtenteils über völlig banale Themen. Also über irgendwas, was man im Fernsehen gesehen hat. Mhm. Oder, ja. Also im Prinzip also sowas? Nur Killefit, möchte ich jetzt mal sagen. Größtenteils also wirklich nur Killefit. Man sinnloses Zeug. Woher man kommt oder, ja, genau. Mhm, ja. Also das sind auch meist die ersten Fragen, mit denen man konfrontiert wird. Woher kommst du? Wie alt bist du? Mhm. Und dann kommt gleich die Frage nach dem Aussehen. Ja. Bist du Single? Und dann ergibt sich das eigentlich, ob man weiter ins Gespräch kommt oder nicht. Mhm. Wie lange hast du das betrieben? Anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Hast du keinen Job gehabt während dieser Zeit? Nein, zu der Zeit nicht. Sonst kann man das ja gar nicht schaffen. Sonst geht das ja gar nicht. Hast du denn, das heißt, du bist Single und alleinstehend? Mittlerweile ja. Währenddessen hattest du einen Freund? Ja, ich hatte einen Freund. Die Beziehung hatte schon vorher gekriselt. Dadurch kam ich auf die Idee, chatten zu gehen. Mhm. Und durch den Chat, also dann komplett kaputt gegangen, in die Brüche gegangen. Alles, was vorher noch eventuell gerettet hätte werden können, war dann absolut in die Binsen gegangen. Aber sonst, du hast keine Kinder oder irgend sowas? Dass du hab ich auch. Du hast Kinder? Ich habe 2 Kinder, ja. Ich frage es jetzt einfach mal ins Schwarze hinein. Du hast 2 Kinder. Wie ging das denn dann, während du 10 Stunden am Tag vor dem PC saßt? Das ging gar nicht gut. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Resultat des Ganzen ist auch, meine Kinder sind nicht mehr bei mir. Inwiefern Resultat? Ja, eben, dass ich am Ende dann wirklich so viel vor dem PC gehockt habe. Ja. Und meine Kinder haben von mir, muss ich im Nachhinein sagen, ich kann mich heute nicht mehr da reinversetzen, wie ich so handeln konnte, haben von mir wirklich nur noch die Grundversorgung bekommen. Wie alt waren die Kinder da? Die Große wird jetzt 5 in diesem Jahr und die Kleine ist gerade 2 geworden, also fast ein Millennium-Baby gewesen. Und wann war jetzt so diese Hochzeit deines Chattens? Wie lange liegt das zurück? Etwa ein halbes Jahr. Halbes Jahr. Mhm.
Also du sagst, die Kinder sind nicht mehr da. Wie hat man sie dir weggenommen oder wie? Was heißt weggenommen? Also indirekt. Wer hat sie dir weggenommen? Nachbarn und Familie und so weiter wurden aufmerksam darauf, über die Zustände, die hier herrschen, ja, dass meine Kinder nicht mehr rauskommen, den Kindergarten nicht mehr besuchen, das Jugendamt wurde informiert. Mhm. Und wobei jetzt allerdings auch noch andere Gründe mitspielen. Ich hatte mich total verbarrikadiert, was ich mit Sicherheit auch auf die Chatsucht, ja, zurückführe. Und habe dann auch vom Jugendamt und so weiter niemanden reingelassen. Und die wurden dann natürlich hellhörig. Mhm. Und irgendwann war es dann soweit, dass wir dann doch mal in Kontakt gekommen sind. Aha. Und mir wurde halt nahegelegt, also entweder ich sollte schnellstmöglich meine Zustände ändern oder über Pflegefamilien nachdenken. Mhm. So, und für mich kam zu dem Zeitpunkt, ich war im Prinzip so in die Chatsucht verfallen und folglich nervlich auch total am Ende. Mhm. Und habe dann gesagt, also ich kann es den Kindern im Moment auch nicht zumuten. Bevor ich nicht wieder auf den Beinen bin, kann ich meinen Kindern auch kein Leben bieten. Und habe dann gesagt, also bevor dann wirklich so weit kommt, dass sie mir tatsächlich unwiderruflich weggenommen, mhm, werden, gut, willige ich ein, die kommen in Pflegefamilien. Das heißt, sie sind jetzt im Moment auch noch in Pflegefamilien? Ja, genau. Und wie lange werden sie dort bleiben? Ich hoffe nicht mehr allzu lange. Das heißt, du bist wild entschlossen, fest entschlossen, sie wieder zurückzunehmen und auch ein normales Leben zu führen. Ja. Das ist ja doch eine dramatische Auswirkung von so einer Chatsucht. Ja. Wo, wenn man alleine ist und Single, kann man sagen, na gut, es ist schlimm und bedauerlich, aber das ist ja jetzt schon richtig, richtig herbe, ne? Wenn so Kinder, mhm, darunter leiden müssen. Genau. Wie ist es dir, hat dir das dann die Augen geöffnet, nachdem die Kinder weg waren? So kann es nicht weitergehen? Oder was hat es ausgelöst, dass du gesagt hast, ich muss jetzt die Notbremse ziehen? Hm. Also wirklich von dem Tag an, wo es dann besprochen wurde, dass die Kinder in Pflegefamilien kommen, das war nicht der Tag, an dem sie dann auch in die Familien gekommen sind. Mhm. Also das zog sich dann schon noch ein paar Wochen hin mit regelmäßigen Besuchen der Kinder bei den Familien, mhm, und so weiter, dass sie da eingegliedert wurden. In der Zeit war ich wild entschlossen, das wirklich einzuschränken und habe so gut wie gar nicht mehr den Chat besucht. Aber es hat sich dann doch nochmal wieder geändert. Genau, nachdem die Kinder dann weg waren, bin ich erst recht in tiefes, mhm, Loch gefallen, mhm, und von da an ging es wieder Knall auf Fall, Bums, wieder in die Vollen. So, wie ist es denn jetzt heute im Moment? Wie viele Stunden verbringst du noch davor? Ich muss dazu sagen, ich habe die letzten zwei Wochen habe ich Urlaub gehabt, da wirklich regelmäßig dann mal eine Stunde am Tag. Eine Stunde, na gut, ja, eine Stunde ist ja noch okay. Das heißt Urlaub, das bedeutet, du hast wieder einen Job. Ich gehe jetzt arbeiten, ja. Mhm. Was machst du? Ich bin Teilzeit beschäftigt im Gastronomiebereich. Im Gastronomiebereich, ja. Ja. Na gut, aber so von so einem Extremwert von 10, 13 Stunden am Tag ist runterzuschrauben auf eine Stunde im Urlaub, ist ja noch okay. Mhm. Meinst du denn, dass du das Ganze jetzt im Griff hast oder besteht die Gefahr, dass du dann doch vielleicht wieder, es ist ja wie eine Sucht, dass du nochmal so richtig, ja, rückfällig werden könntest? Also ich gehe davon aus, dass wenn man mir jetzt einen Telefonanschluss hier in die Wohnung legen würde, mir den PC hier hinstellt, ich könnte mit Sicherheit schon so gut pfeifen, dass ich mich ohne Modem einwählen könnte. Mhm. Ich würde wieder die ganze Nacht. Ah, du hast gar keine. Wahrscheinlich. Eine Zeit lang würde ich das aushalten und würde sagen, nein. Ach, du hast gar. Ich tue das Ding jetzt nicht an. Und ja. Aber du hast gar keinen im Moment zu Hause. Nein. Ach so, aber wie kannst du denn im Urlaub eine Stunde gechattet haben, wenn du keinen zu Hause hast? Erstens mal habe ich meine Eltern darum gebeten, den PC da abstellen zu können. Mhm. Da, ich selbst habe es teilweise noch nicht mal so unter Kontrolle, da weiß ich aber, dass meine Mutter drauf achtet. Mhm. Wenn ich dann sage, ich bin mit einigen der Leute aus dem Chat noch sehr gut befreundet, mhm, teilweise chatten die auch gar nicht mehr und, mhm, andere chatten nach wie vor noch. Wir sind in E-Mail-Kontakt, telefonischen Kontakt und hin und wieder einige, die ich wirklich kaum sehe, kaum telefoniere und so weiter, mit denen rede ich dann hin und wieder auch nochmal im Chat. Also, mhm, wenn es dann ist, dann weiß ich, dass meine Mutter darauf achtet. Also ich glaube, die beste Therapie ist wirklich auch, so wie du es ja auch gemacht hast, diesen Kasten, man braucht ihn ja nicht wirklich, diesen Kasten einfach aus der Wohnung zu verbannen. Ja. Ne? Und ich zucke immer zusammen, wenn ich das so höre, diese Chat-Freundschaften, das sind doch alles, das sind doch irreale, es passiert doch in irrealen Welten, das sind doch keine wirklichen Freundschaften. Das Kuriose daran ist, ja, man trifft ja wirklich Leute, die wirklich
über die ganze Welt verteilt wohnen. Und wenn dann jemand mal, sag ich mal, 100 Kilometer weit weg wohnt, dann ist das gleich, in Anführungsstrichen, um die Ecke. Mhm. Ja, dann sagt man, ach, das ist ja fast um die Ecke. Aber vielleicht ist es viel sinnvoller, dass man sich ein paar rauspickt, die noch näher um die Ecke wohnen und man trifft sich wirklich mit denen und hat einen direkten Kontakt vis-à-vis mit der Person. Also, das ist eine schlimme Geschichte, die du erzählt hast, vor allen Dingen wegen der Kinder. Und ich hoffe sehr, dass du das so im Griff hast. Hast du denn noch irgendeine psychologische Hilfe dabei oder meinst du, dass du das alleine kannst? Also im Rahmen der Betreuung, die dann auch war vom Jugendamt und so weiter, für ein Gutachten, was erstellt werden sollte, hatte ich eine Psychologin hier, die mir auf jeden Fall geraten hat, psychologische Betreuung in Anspruch zu nehmen. Tust du das? Ich habe mich bis jetzt noch nicht wirklich durchringen können. Wäre aber vielleicht nicht schlecht, also, weil ich glaube ja auch, dass das hat ja auch alles seine Ursachen, ne, warum du da so reingeraten bist. Ja. Das deutet ja auf schon irgendein großes Manko, eine Unzufriedenheit oder eine Flucht, ich weiß es nicht, irgendwas hin, was bei dir da nicht so in Ordnung ist. Insofern finde ich den Rat auch sehr richtig und du solltest dem Folge leisten. Mhm. Melanie, wie auch immer, alles Gute und hoffentlich kriegst du die Kinder bald wieder und hoffentlich bleibt so, dass du dein Leben im Griff hast. Und lass diesen Kasten aus der Wohnung raus. Ja, das hoffe ich auch. Ne? Alles Liebe, alles Gute. Ja, ich danke dir, Domian. Tschüss, Melanie. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Hier ist Radio 1 Live mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Und jetzt bin ich verbunden mit Yvonne. Und Yvonne ist 16 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Yvonne, um was geht's? Bei mir geht's eigentlich um vieles. Familie, Schwangerschaft und ja, also ich bin 16 Jahre alt und ich bin schwanger im zweiten Monat. Ja. Es ist eigentlich dazu gekommen, dass ich vor 4 Monaten zu Hause rausgeflogen bin. Mhm. Warum bist du zu Hause rausgeflogen? Ja, meine Mutter ist starke aggressive Alkoholikerin. Ja. Mein Vater ist vor einem Jahr an Krebs erkrankt. Ja. Kehlkopfkrebs und der hat mittlerweile ist auch operiert worden, der kann nicht mehr sprechen. Ja. Und dadurch hat er sich eigentlich ziemlich geändert und und da habe ich mir Vater auf die Wahl gestellt, entweder meine Mutter oder ich. Aha. Er hat mir die Reisetasche hingestellt, ich durfte gehen, ja. Oh je, und wo bist du hingegangen? Ja, dann habe ich erstmal 2 Wochen auf der Straße geschlafen. Ja. Weil ich keine Hilfe von anderen wollte. Mhm. Ich habe mich total blockiert von allen, von meinem Bruder, von jedem. Wie viele Kinder gibt es denn da noch? Nur mein Bruder. Nur dein Bruder. Wie alt ist der? 17. Wohnt der noch zu Hause? Nein, der ist auch mit 14, glaube ich, rausgeflogen. Auch. Der hat jetzt eine eigene Wohnung. Mhm. So, dann warst du erst auf der Straße, was ja für ein junges Mädchen, glaube ich... 15 war ich da. Genau. Der Horror ist, ne? Ja, das war der Horror, also absolut. Weil ich wollte auch eigentlich nirgendwo hin, weil ich wollte keinem mit meinem Problem auf der Last liegen. Mhm. Und im Endeffekt bin ich dann zu meinem Freund gegangen. Die haben mich dann aufgenommen, was ich auch sehr nett fand. Und das Problem war dann, ich konnte durch meine ganzen Situationen nicht mehr in die Schule gehen, gar nicht. Mhm. Also zum Freund, zu deren Eltern, zu dessen Eltern, oder hat er eine eigene Wohnung? Nee, der hat noch keine eigene Wohnung, der ist auch erst 17. Also du bist dann in die Familie von den Eltern gezogen? Ja, genau. Ja. Da habe ich dann halt, glaube ich, 1,5 Wochen gewohnt. Mhm. Die haben mich dann auch rausgeschmissen. Warum? Weil die dachten, ich würde die verarschen, obwohl das nicht so ist. Verarschen inwiefern? Ich habe gesagt, also meine Lehrerin hat mir gesagt, dass ich nach der 9. abgehen kann, weil ich dann meine 10 Schuljahre voll habe. Ja. Dann meine Ausbildung machen kann. Und so habe ich das halt auch denen weitergegeben, habe ich denen das so gesagt. Und ja, die haben gedacht, ich würde die verarschen, dann haben sie mich auch rausgeschmissen. Ja. Dann wollte ich wieder keine Hilfe. Aber jetzt habe ich immer noch nicht verstanden, warum die gedacht haben, dass du sie verarscht. Du hast denen das so erzählt? Ich habe denen das so erzählt. Aber was war denn da unglaubwürdig dran? Ja, die haben meine Lehrerin angerufen. Meine Lehrerin hat das wiederum anders erzählt. Ach so. Ja, und dadurch ist das halt so gekommen. Und ich habe dann durchs Internet einen guten Freund kennengelernt. Der war 21. Und der wollte mir unbedingt helfen. Ist denn vorab noch gefragt, dadurch, dass du dann rausgeflogen bist bei den Leuten, auch die Beziehung zu deinem Freund kaputt gegangen? Genau. Ja. Mhm. Und dadurch konnten wir die Beziehung auch nicht halten. Mhm. Weil durch den guten Freund, den ich kennengelernt habe, habe ich Hilfe angenommen. Mhm. Er hatte eine Bekannte in Wuppertal, wo ich im Endeffekt auch hingegangen bin. Die hat Freunde in Hessen, die ist dann nach Hessen gegangen und die hat mir dann die Wohnung überlassen. Mhm. Mit dem guten Kumpel. Mit ihm bin ich dann auch zusammengekommen. Mhm.
Ist er auch der Vater deines Kindes? Genau. Ja. Bist du mit diesem Mann noch zusammen? Nein, ich bin jetzt wieder mit meinem Ex-Freund, also mit dem damaligen Freund zusammen. Weiß der, dass du schwanger bist? Nicht direkt. Also ich habe schon so ein paar Andeutungen gemacht. Ich telefoniere auch nicht wirklich gerne noch mit ihm. Also weil der hat ziemlich viele Frauengeschichten. Also der hatte da mal eine und da mal eine und da habe ich gesagt. Du meinst jetzt den Vater des Kindes. Der hat viele Frauengeschichten. Genau. Mhm. Also der weiß das gar nicht genau. Weiß denn dein jetziger Freund, also dein Ex-Freund, der Jüngere, der 17-Jährige, weiß der denn, dass du schwanger bist? Auch nicht richtig. Also ich habe mich das noch nicht richtig getraut, weil es ist ja nicht der Vater und da habe ich nicht so getraut. Wo wohnst du denn im Moment? Ich wohne im Moment bei meinem Bruder. Mhm. Ich bin dann von Hessen mit dem Zug hier runtergefahren. Ja. Durchs Jugendamt. Und jetzt wohne ich bei meinem Freund, bei meinem Bruder. Ja. Und weil ich einfach um meinen Ex-Freund kämpfen wollte. Schule und so ist alles abgebrochen. Das habe ich alles abgebrochen. Mhm. Oh, du hängst aber ganz schön in Seilen im Moment, ne? Ja, ganz genau. Mhm. Von was lebst du denn? Im Moment von gar nichts. Ich habe kein Geld, gar nichts. Ich lebe eigentlich auf die Kosten von meinem Bruder, was mich auch eigentlich sehr belastet, weil ich das eigentlich alles gar nicht will. Kommst du mit dem Bruder einigermaßen klar? Mit dem bin ich immer klar gekommen. Mhm. Und, Weiß der, dass du schwanger bist? Ja, der weiß das. Der weiß das, Ja. Ja, und dann bin ich einfach nur hier hingekommen, weil mein Bruder auch ziemlich viele Probleme hat. Mhm. Durch meine Eltern und so. Und ich bin einfach nur hier hingekommen, um die Beziehung mit meinem Ex-Freund zu retten. Ja, wobei dann natürlich ist das ganz, ganz, ganz große Problem ist, dass du schwanger bist. Ja. Und eben nicht von ihm schwanger bist, ne? Genau. Das ist mein Problem, was ich habe. Unter anderem, ne? Ja. Weil mit ihm war ich damals 1,5 Jahre zusammen, 3 Monate verlobt. Mhm. Und das ist eigentlich für mich eine ziemlich schwierige Situation, weil ich weiß auch jetzt gar nicht, wie es weitergehen soll. Mhm. Überhaupt, wie es auch weitergehen soll, was du arbeitest, wo du wohnst, wo du lebst und so weiter. Würdest du denn gerne wieder doch nochmal zur Schule gehen, um einen Abschluss zu kriegen? Das würde ich gerne, ja. Das ist jetzt einfach nur ein bisschen schwer, weil ich glaube nicht, dass ich das im Moment schaffen würde. So. Ja. Mit den Nerven und so. Ist klar, es sind jetzt erstmal ganz viele andere Dinge zu lösen, ne? Ja. Was du machen musst. Du möchtest dieses Kind haben? Ja. Ja. Auf jeden Fall, weil ich halte absolut nichts von Abtreibung. Das kommt für mich absolut nicht in Frage. Das habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, das will ich auch gar nicht, weil... Ja, ja. Also Yvonne, dann gibt es erstmal den einzigen und den wirklich wichtigen und richtigen Weg, nämlich dass du dir eine gute Beratung suchst. Jemand vom Jugendamt oder wir werden dir gleich gern noch ein bisschen behilflich sein, wer der erste Ansprechpartner ist. Du brauchst ja jetzt richtig organisatorische und eben auch seelische Hilfe und Unterstützung. Ja, das stimmt. Nämlich auch jemand, mit dem du bereden kannst, wie das jetzt weitergehen soll mit deinem Freund, wie du dem das sagst. Irgendwann musst du ihm ja die Wahrheit sagen. Und wie wird er darauf reagieren? Das kannst du noch ein paar Wochen hinschieben, aber dann musst du es ihm sagen. Das stimmt. Aber da muss ja erstmal geklärt werden, wo wohnst du, von was lebst du? Wie wird das sein, wenn das Kind auf der Welt ist? Wer kümmert sich um euch? Du bist ja noch so jung, das geht ja alles nicht. Und da müssen jetzt auch die Behörden, da gibt es ja viele Hilfsprogramme für so junge Mädels, die schwanger sind, dass du halt auch eine ordentliche Unterkunft bekommst und so weiter. Mhm. Du hast ja so ein bisschen Angst gehabt und ziehst dich jetzt zurück und möchtest gar nicht so reden mit jemandem darüber. Ja, das stimmt. Also im Moment habe ich auch, ich habe versucht mit meinem jetzigen Freund, also mit dem, ich habe es wieder geschafft, eine zweite Chance zu kriegen von ihm. Bin auch mittlerweile wieder mit ihm zusammen. Und ich habe auch versucht, mal ihm so meine Probleme zu schildern und so. Mhm. Und er versteht mich auch nicht wirklich. Und ich habe ihm auch gesagt, er soll heute Abend eins live einmachen, dass er das mithören kann. Mhm. Und ich hoffe, das tut er jetzt auch. Mhm. Und, weil ich liebe den über alles. Ich habe keine Lust, den jetzt wieder wegen irgendwas zu verlieren. Ja, du liebst ihn über alles? Ja, das ist alles. Also absolut. Du denn den Eindruck, dass er dich eigentlich auch sehr lieb hat? Ja, hat er. Mhm. Er ist 17 Jahre, sagst du, ne? Ja, der wird jetzt 18 im Juli. Ich meine, wenn er dich wirklich ganz, 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 ganz lieb hat, wird er das auch vielleicht hinnehmen können, dass du von einem anderen Mann schwanger bist. Das stimmt. Obwohl das natürlich eine schwierige Sache ist.
Sehr schwierig, vor allen Dingen, auch wenn man noch so jung ist und er wird dann wieder Probleme mit seinen Eltern bekommen. Ja. Da kommt ja eins zum anderen. Ja, die Eltern von ihm, die setzen ihn auch ziemlich unter Druck, dass er nicht mit mir zusammen sein soll, weil ich ein schlechter Umgang mit ihm bin und so. Mhm. Und das macht ihn eigentlich auch ziemlich zu schaffen und er weiß jetzt auch eigentlich gar nicht mehr, wo sein Kopf stehen soll. Mhm. Weil wir müssen den Eltern auch noch irgendwie sagen, dass wir zusammen sind. Und ihr müsstet den Eltern dann auch irgendwann sagen, dass das Kind nicht von ihm ist, ne? Genau, das ist auch das Problem. Mhm. Also er gehört schon sehr viel Wohlwollen von Seiten der Eltern dazu, um zu sagen, ja, okay, das nehmen wir alles so hin. Ja. Ich kann ihn ja nicht einschätzen, ich weiß ja gar nichts über ihn. Ja. Aber ich meine, du solltest auf jeden Fall auch mal den Gedanken schon mal im Kopf durchspielen, dass er das nicht will, dass er nicht mit dir zusammen sein möchte, dass er das nicht akzeptiert. Ja, je eher du den Gedanken denkst, desto einfacher wird es für dich, dann diesen Schmerz zu ertragen. Ja, das wäre das Schlimmste für mich, wenn er das sagen würde. Ja. Absolut. Weil die Eltern von ihm, die haben mich auch eigentlich immer als eigene Tochter angesehen. Mhm. Wo die mich dann an dem Tag rausgeschmissen haben, da habe ich gedacht, für mich bricht eine Welt zusammen. Mhm. Weil ich habe mich so gut mit denen verstanden. Das waren für mich wie meine eigene Mutter, mein eigener Vater. Sag mal, Yvonne, warum hast du und warum habt ihr nicht verhütet, du und der Ex-Freund, von dem das Kind ist? Das haben wir. Das Problem war, ich habe da noch die Pille genommen. Und ich habe aber die anderen Packungen habe ich zu Hause liegen lassen, weil ich da nicht so schnell wie möglich raus wollte. Ach so. Mhm. Mhm. Und dann hatte ich die halt nicht mit und naja, da blieb mir nichts anderes übrig. Dann haben wir Kondome benutzt. Mhm. Sind aber eins davon ist gerissen und dann nehme ich mal an, dass es passiert ist. So, jetzt wollen wir hoffen, dass dein Freund zugehört hat. Ja, das will ich auch hoffen. Und ich weiß ja nicht, wie er heißt, aber er wird sich jetzt schon angesprochen fühlen. Ja. Wenn du der Freund von Yvonne, jetzt zugehört hast, ich glaube, dass man, ich habe solche Sachen hier schon in der Sendung oftmals gehört, dass man auch eine Frau und ein Mädchen sehr lieb haben kann, auch wenn sie schwanger ist von einem anderen Mann. Und dass man unter Umständen auch dieses Kind akzeptieren kann, wenn man diese Frau, wenn man das Mädchen wirklich lieb hat. Mhm. Das ist eine große Hürde, das kann ich verstehen, aber du solltest, finde ich, das sage ich nicht zu dir, Yvonne, sondern zu deinem Freund, du solltest da wirklich ganz auf dein Herz hören. Und wenn du die Yvonne lieb hast, dann stehe zu ihr, auch wenn du große Probleme mit deinen Eltern hast. Stehe zu ihr, denn das ist jetzt auch eine ganz, ganz schwere Zeit für die Yvonne. Ja, das stimmt. So, Yvonne, aber das Wichtige ist, dass du erstmal jetzt ganz schnell Hilfe bekommst und dass du in gute, beratende Hände gerätst. Ja. Und deshalb möchte ich, dass du gleich jetzt im Anschluss an unser Gespräch mit meiner sehr netten Psychologin, mit der Elke, sprichst. Und die Elke wird dir da ganz konkrete Ratschläge geben und dir auch ein paar Anlaufadressen und Telefonnummern gleich sagen. Mhm. Ja? Ich wollte auch eigentlich meinem jetzigen Freund eigentlich über deine Sendung sagen, dass ich ihn über alles liebe, weil ich habe manchmal so das Gefühl, dass er mich nicht ernst nimmt. Weil ich bin manchmal auch ziemlich zickig, weil ich auch so viele Probleme habe. Mhm. Und weil ich da auch nicht drüber reden kann, kommt das halt ein bisschen falsch rüber. Mhm. Und dafür wollte ich mich auch eigentlich entschuldigen, weil mir das auch selber sehr leid tut. Das ist sehr, sehr lieb gesagt von dir. Und ich glaube, dass er das aber jetzt sicher dann so verstanden hat. Und ja, das will ich hoffen. Hoffen wir, dass er zugehört hat. Mhm. Yvonne, leg bitte auf. Ja. Und die Elke ruft dich sofort an. Okay, danke. Ja, alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht es weiter mit Paul. Paul ist 36 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Jürgen. Jo, Paul. Ja, du hattest vor einigen Tagen, ich glaube am Dienstag, hattest du eine junge Frau, 22 Jahre alt, deren Freund inhaftiert ist in deiner Sendung. Mhm. Kannst du dich daran erinnern? Mhm, das war nicht Dienstag, aber egal. Mhm, ja, ja, ich war auf jeden Fall diese Woche. Ja, ja, und ich bin ebenfalls inhaftiert. Ja. Und habe meine Frau... Ach, du rufst im Moment aus dem Knast an? Ja, ja. Darf man nicht, ne, oder? Darf man nicht. Ne? Ich meine ja auch von den Telefonzellen, aber die sind geschlossen. Ja, du rufst aus mit Handy an. Also ich, ja klar, ich habe mein Handy hier illegal reingeschleust. Ja. Und weswegen sitzt du? Ich habe einen Gewaltdelikt begangen. Was heißt das? Und unter einem hohen Alkoholgehalt. Was hast du gemacht? 2,7 Promille. Ja. Eine gefährliche Körperverletzung. Wie gefährlich?
sehr gefährlich. Ja, sehr gefährlich. Aber das ist eigentlich nicht der Grund meines Anrufs. Doch, aber mich interessiert es schon, wenn wir miteinander reden. Zu was bist du denn verurteilt worden? Ich bin zu 2,5 Jahren verurteilt. 2,5 Jahren. Ja. War das eine Schlägerei oder was? Ja, richtig. Und du hast den Mann fast totgeschlagen? Nein, so weit ist es nicht gegangen, aber es sind schon erhebliche Verletzungen aufgetreten. Ja, sind die Verletzungen so, dass sie irreparabel sind? Teilweise. Das heißt, der Mann sitzt im Rollstuhl oder sowas? Nein, ist ein Auge, ist weg. Mhm, ja. Ich tut mir auch, also ich hatte vorher, keine Vorstrafen. Ja, ja. Ne? Und ich habe da auch schwer darunter zu leiden, war auch in psychologischer Behandlung deshalb. Ja. Und ich weiß, dass ich es immer gut machen kann. Kannst du dich denn überhaupt daran noch erinnern, wenn du 2,7 Promille hattest? Ja, teilweise sicherlich, ja. Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe, aber nur gut, wie gesagt, das ist nicht der Grund meines Anrufs. Ja, du sitzt jetzt im Knast und wie lange musst du noch? 6 Monate. 6 Monate. Ja, bei zwei Drittel. Ja. Nur, ich habe aber während der Haft geheiratet. Meine Frau hat den ganzen Weg mit mir, ist sie mitgegangen. Mhm. Und, aber ihr kanntet euch vorher schon? Ja, ja, klar. Ja. Mhm. Wir kannten uns vorher schon und ich habe, wie gesagt, während der Haft geheiratet und sie hat jetzt jemand anders kennengelernt und wollte sich von mir trennen. Mhm. Ja, und die junge Frau, die hat eben halt, die du in deiner Sendung hattest, ich habe leider nur das Ende mitbekommen. Ja, das war so ähnlich. Ja, ja. Ja. Und ich wollte ihr ja eigentlich auf dem Weg mitteilen, also wenn sie heute zufällig die Sendung mitbekommt, dass sie sich das sehr genau überlegen soll, weil sie ihrem Freund sehr, 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 sehr wehtut. Damit. Hör mal, ihr habt geheiratet, während du im Knast warst. Ja, ja, klar. Und jetzt hat sie einen anderen. Ja. Ja, ich. Wie ist der Stand der Dinge? Das heißt, dass sie sich wirklich endgültig von dir trennen will? Ja, das ist ja, ich habe ja in den letzten 8 Wochen habe ich so einen absolutes Tief erfahren. Mhm. Sie war immer noch am Schwanken. und für mich gibt es nur Hop oder Top. Mhm. Ja, sie hat beispielsweise, Silvester hat sie gesagt, sie vermisst mich, also über eine Mail und wir haben auch noch telefonischen Kontakt gehabt. Ich war noch einige Male da. Ich habe also wirklich alles versucht, um sie vom Gegenteil zu überzeugen. Mhm. Sie hat geglaubt, ich hätte sie während der Haft ausgenutzt, was überhaupt nicht wahr ist. Wie ausgenutzt während der Haft? Ja, ich bin im offenen Vollzug. Ja. Kann also, ich habe auch morgen früh Urlaub, kann auch arbeiten gehen. Wen hat sie vermutet, dass du irgendwas anderes am Laufen hast? Mit einer Frau? Nein, das nicht. Nein, nein. Inwiefern ausgenutzt? Ja, finanziell. Ach so. Und das stimmt überhaupt nicht. Mhm. Man hat die Möglichkeit, im offenen Vollzug arbeiten zu gehen. Und ich beginne jetzt auch am 1.2. ein neues Arbeitsverhältnis. Ja. Und hatte aber ganz bestimmte Gründe, warum ich während der Inhaftierung bis zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht arbeiten gegangen bin. Nämlich, warum? Zum einen habe ich einen Prozess geführt auf Wiedereinstellung. Mhm. Und da habe ich jetzt eine einigermaßen hohe Abfindung bekommen. Mhm. Das wäre mir angerechnet worden. Ich verstehe. So eine formale Überlegung war das, ja. Richtig, genau. Ja. Das spielten wirtschaftliche Gründe eine Rolle. Ja. Und ja. Aber hältst du das denn für stichhaltig, wenn sie sagt, sie fühlt sich ausgenutzt, oder ist das vorgeschoben? Um dir auch ein bisschen die Schuld in die Schuhe zu schieben? Ja, sie hat nach Gründen gesucht, das habe ich schon gemerkt. Ich stelle mir das super krass vor, wenn man im Knast sitzt. Du bist im offenen Vollzug, da geht's noch. Aber wenn man im Knast sitzt und die Freundin oder die Frau fängt an, sich zu trennen von einem. Man kann ja nichts machen. Ne? Man sitzt ja da und ist... Das habe ich hier immer gesagt. Ich sage, mir sind hier während der Haft die Hände gebunden. Ja, so meine ich es, ja. Finanziell, und ich habe auch einen ganz großen Fehler gemacht. Ich bin auch hier noch in einem sozialen Training, an dem ich teilnehme. Mhm. Und da ist eine sehr liebe Frau, mit der ich wöchentlich Gespräche führe. Ja. Und sie sagt, also den Fehler, den ich gemacht habe, ist ganz klar, ich habe mich abgekapselt. Mhm. Also die Haft, die hat mir so zugesetzt. Aber das muss man doch eigentlich als Außenstehender verstehen, dass wenn jemand im Knast ist, dass da viel mit dem passiert, der im Knast ist. Und dass der nicht normal reagiert. Da muss man doch eigentlich auch großherziger sein. Und Jürgen, das ist aber für den Partner, der draußen ist, nicht viel anders. Mhm. Ja, klar, weil ja. Derjenige, der im Knast ist, der ist normal nicht da täglich. Vorher wir waren 3,5 Jahre lang fast täglich zusammen und meine Frau, die hat, sagen wir mal, durch die finanzielle Last
das ist ja nur ein Punkt. Ne? Hat sie eben halt keine Freude mehr am Leben. Ich kann das schon verstehen. Glaubst du denn, dass jetzt die Sache so, dass es nicht zu retten mehr ist? Ja. Also ich bin mittlerweile, sie hat mir angeboten, eine Trennung auf Zeit, und sie muss erstmal zu sich finden, Selbstfindungstrip. Und was das größte Problem ist, das habe ich noch gar nicht angesprochen, sie hat während der Haft zu viel Alkohol getrunken. Mhm. Also hat sie auch große Probleme, große psychische Probleme auch. Selbstverständlich, ja, klar. Also jetzt ein Jahr bevor wir uns kennengelernt haben, hat sie ihren Bruder verloren. Der ist tödlich verunglückt. Mhm. Und während wir uns kennengelernt haben, hat sie das Thema auch sehr, sehr, sehr oft angesprochen. Und ich habe also wirklich stundenlang, tagelang haben wir darüber gesprochen. Und aber nebenbei hat sie dann immer halt Alkohol getrunken. Und mir ist das gar nicht zu Anfang so bewusst gewesen. Aber sag mal, Paul, ist das doch vielleicht gar nicht so ein dummer Vorschlag von ihr, zu sagen, komm, wir trennen uns jetzt erstmal auf Zeit. Und wenn du draußen bist, dann gucken wir weiter, ob wir... Ja, aber da ist ja noch der Arbeitskollege. Und so geht's nicht. Sie sagt, und das hat die junge Frau auch gesagt, dass sie ihn liebt oder verliebt, in ihn verliebt ist, aber keine Liebe vorhanden ist. Und das geht nicht. Also ist ein Unding. Also Arbeitskollege, das ist der Mann, mit dem sie da den Kontakt hat im Moment. Richtig, richtig. Und sie sagt zu dir, dass sie dich ja auch noch liebt und dass sie dich vermisst. Nee, das sagt sie eben nicht. Sie sagt, sie hat mich gerne. Ach so, das klingt nicht gut. Das klingt nicht gut. Ja, das klingt wirklich nicht gut. Und ich war eine ganze Zeit lang, also 8 Wochen habe ich versucht, alles zu tun, zu machen. Mhm. Ich habe den Prozess habe ich gewonnen. Ich habe unser Konto habe ich ausgeglichen. Sie hat jetzt noch am 20. hatte sie Geburtstag. Ich hätte ich ihr Geburtstagsgeschenke geholt, aber letzte Woche Freitag ist es dann zum Showdown gekommen. Ne? Mhm. Das heißt eigentlich jetzt im Klartext, du musst dich dem fügen. Ich habe mit meinem Anwalt, dem habe ich gesagt, dass er die Scheidung einreichen soll, weil ich kann es hier nicht mitmachen. Mhm. Verstehe. Ich lebe hier auf 6 Quadratmeter und ich habe mir fast den Kopf eingerannt. Glaube ich. Und was ich gar nicht für möglich gehalten habe, hier unter Knackis in Anführungsstrichen, also da habe ich so viel Hilfe erfahren, hätte ich nicht für möglich gehalten. Also so viel menschliche Zuwendung und Gespräche, alle Achtung ziehe ich gut vor. So, dein Anruf war jetzt eine Reaktion auf diese Frau, die bei mir am Montag in der Sendung war. Und du wolltest der einfach sagen, Vorsicht und... Richtig, soll sie sich ganz genau überlegen, ihre Schritte. Ja. Ich hoffe, dass sie zugehört hat, Paul. Ja. Und wünsche dir alles Gute. Okay. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss. 1.32 Uhr und 44 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Sekunde 1.34 Uhr ist Radio 1 live mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute haben wir eine freie Themennacht. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Und jetzt habe ich an der Strippe am Telefon den Matthias und der ist 33. Schönen guten Morgen. Ja, hallo Domian, hier ist Matthias. Matthias. Domian, wir haben vor 4 Monaten miteinander telefoniert. Mhm. Und zwar bin ich der Matthias, der so rund 150 Blind Dates hinter sich hatte. Oh ja. Ja, ich erinnere mich sehr gut. Und alles war nix, ne? Alles war nix. Und wir kennen uns sogar persönlich. Ich war nämlich bei euch im 1Live Kultkomplex im November.
da sind wir uns sogar begegnet. Daran kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber tut ja auch nichts zur Sache. Genau, macht ja auch nichts. Ja. Nee, jedenfalls, du betonst ja in deinen Sendungen immer, du bist keine Kontaktbörse und so. So. Kannst aber dennoch zu so einem kleinen Aufruf dich durchringen können. Manchmal mache ich ja großherzig Ausnahmen. Ja, manchmal, ja. Genau. So. Und um 2:30 morgens hat dann hier das Telefon geklingelt und deine Redaktion war dran. Und die haben mir eine Telefonnummer von einer Diana gegeben. Ja. Und am nächsten Tag habe ich dann eine SMS geschickt in diese Richtung. Und ja, jetzt sind wir seit 4 Monaten zusammen. Sag bloß. Ja. Nachdem du 150 Mal auf die Nase gefallen warst. Ja, mindestens. Also das ist ja nur so eine Zahl. Also ja, das war ja wirklich unglaublich, dass du erzählt hast, dass du so unglaublich viele Treffen arrangiert hast. Ja, und genau. Nicht eine einzige Frau dabei war, wo es irgendwie gefunkt hat, ne? Ja gut, eine war dabei, aber nichtsdestotrotz, es ist halt eine Wahnsinnszahl und war schon ein richtiger Hammer. Und und da hat es also jetzt richtig gefunkt. Und da rufst du einmal bei 1Live an? Genau. Und einmal. Schon wird dir Diana serviert. Ja, richtig. Ja, das freut mich sehr. Das freut mich sehr, wenn wir da so ein klein bisschen jetzt oder sogar ein großes bisschen zum Glück verholfen haben. Ja, das ist insofern ein Riesenglück. Diese Frau hat nämlich vorher deine Sendung noch nie gehört. Und das war das erste Mal? Ja, die konnte in der Nacht nicht schlafen, super. Hat so ein bisschen rumgesäppt und da war ich dann gerade dran. Und dann hat die also spontan sofort bei euch angerufen. Also einen größeren Zufall gibt's ja fast gar nicht mehr. Was hat ihr denn so gut an dir gefallen, dass die sich die Mühe gemacht hat, dann wiederum hier bei uns anzurufen und so weiter? Ja, das habe ich sie natürlich auch gefragt. Ja. Es war letztendlich wohl die Stimme. Viel mehr kann es ja erstmal nicht sein, ja. Denke ich. Und ja. Wohnt sie denn auch hoffentlich in deiner Gegend oder ist es kompliziert? Es ist ein bisschen kompliziert. Das sind schon 400 Kilometer. Ja. Ja. Aber gut, das ist jetzt erstmal 4 Monate und wir warten mal ab, was sich so entwickelt. Ja. Und beruflich sind wir auch beide sehr eingespannt, jeweils in unserer Stadt. Aber nichtsdestotrotz, das lassen wir mal auf uns zukommen. Klar, also 400 Kilometer ist ein bisschen kompliziert, aber kann man schaffen. Ach, das sind 3,5 Stunden im Zug. Ja, ja, genau. Okay. Das ist alles noch machbar. Eine schöne Wochenendbeziehung hat ja auch seinen Reiz. Genau. Ja, ist absolut. Ja, ist ja super, Matthias. Wie lange hast du eigentlich versucht? Sag's nochmal. Du meinst jetzt über Kontaktanzeigen? Genau, genau. Mhm. Ich wachs kaum auszusprechen, das waren fast 10 Jahre. Mhm. Das ist schon eine lange Zeit gewesen. Ich meine, gut, ich hatte zwischendurch 3 Beziehungen, so ist es nicht, aber diese Sache hat sich halt doch wie so ein roter Faden da durchgezogen und das waren fast 10 Jahre. Wir haben nämlich nach der Sendung wirklich noch eine Weile im Kreise der Kollegen über deinen Fall geredet und alle waren so der Meinung und meinten, das ist ja wirklich wahnsinnig, wenn jemand so viele Bemühungen unternimmt und immer wieder es nicht schafft, nichts dabei rumkommt. Ja, es ist schon krass, ja. Absolut. Ja. Also, umso schöner, wie es jetzt gelaufen ist. Ich gratuliere ganz herzlich und du grüßt auch von mir bitte ganz herzlich die Diana. Ja, ich möchte sie auch jetzt nochmal grüßen. Leider seid ihr heute nicht im Fernsehen. Nee, leider nicht heute. Ich nehme das aber auf Tape auf ja? hier und würde ihr ganz gerne noch was ausrichten. Na bitte, leg mal los. Ja, Diana, Schatz, ich hab dich ganz doll lieb und diese Kassette, die wirst du dann hören und naja. Die Kassette ist dann für später, für die Enkel. Genau, ne? Ja, so ist es. Ganz genau. Matthias, viel Glück euch beiden. Alles Gute. Ja, danke dir. Schön, dass du nochmal angerufen hast. Ja, super. Tschüss. Mach's gut, ciao. Markus ist jetzt hier, 24 Jahre. Guten Morgen. Ja, morgen Domian. Guten Morgen Markus. Dein Thema? Ja, mein Thema handelt sich eigentlich um das Thema vom Dienstag. Der Po. Ja, genau, richtig. Geschichten rund um den Po. Ja, genau. Da fühlte ich mich irgendwie angesprochen, muss ich sagen. Ja, du klingst auch so. Jo. Ja, du klingst so wie jemand, der gerne über den Po redet. Tja, das finde ich gut. Was genau möchtest du erzählen dazu? Ja, also ist auch nicht mit meiner Freundin, mit der bin ich jetzt schon nur 4 Jahre, sage ich mal, zusammen. Ja. Ich sag mal, Streichelung wahrscheinlich gern, den Po. Also, so. Fühlt sich super an, finde ich. Ja. Und ist aber auch ein Hingucker. Tun wir ja alle gerne, wir streichen ja alle gerne Pos. Ja, sicher, klar. Ich kann aber auch besser einschlafen, sage ich mal. Wenn ich meine Hand dann praktisch so an dem Po von meiner Freundin halt, dann also das beruhigt. Das ist sozusagen deine Schlafpille. Ja, so, ne? Wenn ja, du nicht kann man schon sagen. Die Hand auf den Po und ja, genau. Ab die Post ins Traumland. Ja, so ungefähr, das stimmt schon.
Und ja. Dann darf die Freundin natürlich nie auf dem Rücken liegen, ne? Das, die müssen, nö, das tun wir eigentlich selten. Ja. Meistens so, schön auf der Seite. Ja. So ist schön bequem. Ja, und dann geht es auch noch um das Thema ja, Sex. So, ich dachte auch schon, das will er mir bestimmt nicht nur erzählen, dass er gerne mal die Hand da drauf legt. Nee. Da kommen jetzt schon harte Sachen, ne? Ja, klar. Ja. Also ausprobieren wollte ich es eigentlich schon mal immer, schon seit ich 15, 16 bin, sage ich mal. Habe schon mal dran gedacht, sage ich mal. Wollen wir das Wort aussprechen, ne? Analsex. Analverkehr, ja, genau, richtig. Mhm. So, und dann haben wir es auch einmal, dann habe ich es mit meiner Freundin ausprobiert, auf meinen hin, ja. Weil für Frauen ist es eh ein heikles Thema. Ja. Und muss ich auch hoch anrechnen, gehört ja viel Vertrauen dazu. Ja. Und ja, dann haben wir auch Vorkehrungen halt, was man so macht beim ersten Mal, Vaseline, damit sonst, sag mal, ist da schon Verletzungsgefahr da. Ja, ja. Und ja, auch alles ganz behutsam, nur ihr, ich sag mal, ja, wie soll ich sagen, war sehr unangenehm. Ihr war es unangenehm? Ja, ihr war es unangenehm, genau. Ja, und dann haben wir dann auch nachher aufgehört, weil, ich sag mal, das bringt ja nichts. Ja. Dir war es nicht unangenehm? Nee, also mir hat es eigentlich sehr gut gefallen. Ja, ja. War schön, also mal was anderes. Also es soll nicht so, dass es jetzt dauernd sein müsste. Mhm. Und so ab und zu, dass man was bisschen vielleicht was anderes. Also eine zusätzliche schöne Variante des, ja, genau. Sex ist das schon, meinst du? Genau, ja. Finde ich schon. Na gut, aber sie hat sich gemocht. Ihr tat weh, ja, oder ihr war es unangenehm, genau. Oder wie auch immer. Genau. Das heißt, seitdem habt ihr es nicht nochmal gemacht? Haben wir nicht mehr, nein. Und ja, ich habe es zwar ab und zu nochmal angesprochen und sagte, sie hat direkt abgeblockt und sagte, nee, war nicht, war absolut nicht mein Ding. Mhm. Und ist nichts für mich. Muss man akzeptieren. Ja, muss ich akzeptieren. Ja. Ich kann ja niemanden dazu zwingen. Geht ja nicht. Aber immerhin ist ja schon mal ein netter Zug von ihr, dass sie das überhaupt ausprobiert hat. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Rechne ich hier tierisch hoch an. Ja. Weil wird, glaube ich, nicht jede Frau machen. Nee, mit Sicherheit nicht. Nee, genau. Aber es ist so, wie du gerade sagtest, es wäre schön, aber die Welt geht auch nicht unter. Eure Sexwelt geht auch nicht unter, wenn ihr das nicht macht. Ist nicht zwingend notwendig. Du kannst ja immer noch den Po schön streicheln vorm Einschlafen. Genau, das ist auch schön. Aber du kannst dir doch sonst so schön verwöhnen in der Region auch. Du musst ja nicht gleich, zum knallhaften Sex da kommen. Nö. Hm? So ist auch eigentlich alles ganz in Ordnung. Ja. Also, wir streiten uns jetzt auch nicht über das Thema oder so. Oder, wenn sie abblockt, dann sag ich halt, ist okay. Kann ich nichts dran machen und dann hat sich der Fall. Wissen das so im Kreis von Freunden? Redest du mit Freunden über dieses Thema? Ja, mit meinem besten Freund. Da bin ich eigentlich schon ganz offen. Den kenne ich jetzt auch schon lang. Und wir unterhalten uns eigentlich gegenseitig über das Thema auch nochmal. Also, weil und nach meiner Einschätzung nach, wollen die meisten Jungs das. Aber die meisten Mädels haben da auch ihre Probleme mit. Genau, so sehen wir das auch. Ja. Das ist richtig. Ja. Tja, und tja, was will man da machen? Nee, gar nichts, aber ist das okay so? Ist es gut gelaufen und du bist auch nicht am Rumleugnen, sondern rechnest es ihr sogar noch hoch an, dass ihr es ausprobiert habt? Natürlich, auf jeden Fall. Ja, Markus, dann schlaf mal schön ein gleich, ne? Leg die Hand schön drauf. Ja, nee, oder das dauert noch ein bisschen. Ich muss noch ein bisschen arbeiten. Du musst noch, was arbeitest du denn jetzt noch? Ja, sicher, Nachtschicht. Ach, du hast Nachtschicht? Ja, ach so, was machst du? Metallbereich. Im Metallbereich? Genau. Aber dann ist doch mit dem gemeinsamen Einschlafen nicht viel gebacken, ne? Wenn du nach Hause kommst, steigt sie aus dem Bett schon, oder? Ja, ist ja, ich bin also ein Dreischichtsystem. Ach so. Und dann ist das immer nur eine Woche. Ja, aber ich war jetzt davon ausgegangen, ich hoffe, das stimmt auch, dass ihr zusammen wohnt. Ja, sicher, klar. Nee, ist auch ganz schön, soweit ist auch alles in Ordnung. Na prima, so soll es auch bleiben. Ich fühle mich halt angesprochen zu dem Thema. Ja. Hat auch am Dienstag probiert, bin leider nicht durchgekommen. Weil wir hören dich jetzt auch schon seit etlichen Jahren. Von wo rufst du an? Aus welcher Stadt? Mönchengladbach. Aus Mönchengladbach. Genau. Können wir die Firma auch mal nennen? Bei welcher Firma arbeitest du? Ja, das... Nee, musst du auch nicht. Nee. Nö. Aber grüß die Kollegen herzlich von mir. Ja, natürlich. Ne? Alles Gute, Markus. Ja, sicher. Tschüss. Ja, danke, tschüss. Silvia, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Silvie. Ja, kein A dahinter. Bitte, um Entschuldigung. Silvie. Ja. Ja, mein Thema ist mal wieder die Satansmörder, die ja zurzeit in den Medien rumspuken. Mhm. Und zwar geht es um Folgendes. Mal wieder? Wir haben aber nicht miteinander geredet, noch nicht, ne? Darüber.
Doch, vor 2 Wochen hattet ihr schon mal... Aber wir beide haben nicht darüber geredet. Nee, wir beide nicht. Ja. Und zwar geht es um Folgendes, dass halt im Moment auch wieder viel von den Medien falsch gemacht wird und falsch, ja, gesagt wird und ausgedrückt wird. Also ich beschäftige mich so viel mit Hexenkult. Mhm. Und Hexenkult und Satanismus, das ist ein riesengroßer Unterschied. Mhm. Ja, man merkt es halt jetzt zum Beispiel auch wieder, wenn halt diese Manuela und der Daniel in den Gerichtssaal treten, dann wird sofort von den Medien immer wieder gesagt, ja, die ganzen Pentagramme und so weiter und so fort, was absolut nicht der Wahrheit entspricht, weil das, was die da tragen und auch als Tattoos haben, sind keine Pentagramme, sondern Tetragramme. Mhm. Oh, eine Fachfrau, ich höre schon. Ja, da gibt es Unterschiede. Also es ist zum Beispiel halt, ein Pentagramm ist halt, wenn eine Spitze nach oben zeigt und ein Tetragramm, wenn 2 Spitzen nach oben zeigen. Mhm. Und ein Pentagramm ist halt einfach das Symbol für den Hexenkult und das Tetragramm für den Satanismus. Und es wird halt einfach oft in den Medien, also auch in Serien, also sei es nun irgendwie auf ProSieben irgendwelche Hexenserien oder also so. Also werden Hexenkult und Satanismus durcheinander geworfen. Ja, genau. So, und dann sagen auch noch die wirklichen Satanisten, das hört man ja auch im Moment überall, das hat überhaupt gar nichts mit Satanismus zu tun, was die da vorführen. Ne? Das hört man auch. Der psychiatrische Gutachter gestern. Ja, obwohl doch das, was die da im Gerichtssaal vorführen, also ich denke mal direkt im Gerichtssaal, das ist pure Show, was die da abziehen. Also ist meine Meinung und mein Eindruck von den beiden. Mhm. Also das ist absolut... Ach, ich hoffe, dass da jetzt nicht höhere Mächte im Spiel waren, dass die Leitung weggebrochen ist. Ja, wer weiß, was sie sagen wollte. Und sie sollte es nicht sagen. Martha, 86 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe gestern die Sendung gehört und ich war erschüttert über den jungen Mann, der den Kummer hat mit seinem alten Vater, der in einem unumkehrbaren Sterbeprozess liegt und der Ärzte wollte ihm noch die Beine ablegen. Ja. Aus diesem Anlass wollte ich ein bisschen darauf hinweisen, auf den Patientenschutzbrief. Ja. Ist doch ein Begriff, ja? Ja. Und ich finde, man kann doch so etwas vermeiden, wenn man den Patientenschutzbrief rechtzeitig festlegt. Die Patientenverfügung meinst du, glaube ich. Ich glaube, so nennt man das ganz ja, korrekt. Kann man nennen, wie ja, man genau. will. Also ja. das kann man nennen, wie ja. man will. Nicht? Ja. Also es geht doch darum, dass man, wenn man unumkehrbar sterben muss oder man bleibt sonst als Idiot oder im Koma zurück, dass man sagt, ich will nicht. Und man nimmt den Ärzten dann ja auch die Entscheidung ab. Man muss ja auch die andere Seite sehen. Die Ärzte wollen nicht überleben und tot sein. Nicht? Und dann haben sie Rückendeckung und dann wird eben die Sache viel erleichtert und mir wird erspart, dass ich da vielleicht noch wochenlang unter großen Schmerzen rumliege. Nicht? Nur sterben ist das ja rechtlich nicht bindend, diese Patientenverfügung. Und sie sagt ja auch nichts aus über aktive Sterbehilfe, so wie der Anrufer es gestern machen wollte. Nein, das ist natürlich wieder eine zweite Frage. Obwohl er zum Beispiel, als der Vater, er hat den Vater doch hängen sehen, brauchte doch nicht abzuschneiden. Aber natürlich, wie man reagiert in einem solchen Fall, weiß man nicht. Ja. Da soll man lieber den Mund halten. Nicht? Ja. Im Übrigen stehe ich auch auf dem Standpunkt, dass wenn ein alter Mensch, ein alter betone ich, Selbstmord begeht, dass ein anderer Mensch nicht das Recht hat, den zum Leben zurückzuholen. Finde ich einen guten Standpunkt. Ja. Sag mal, ich unterbreche mich, du bist ja im hohen Alter von 86 Jahren. Ja. Hast du so eine Patientenverfügung für dich? Ja. Hast du? Ja. Und ich habe auch gesagt, in dem Verwandtenkreis ein Arzt, der wird mich vertreten. Ich hoffe, dass nicht notwendig wird. Aber das weiß ja niemand. Nee, das kann von heute auf morgen kommen. Und ich wollte ganz einfach aus diesem Anlass auf diesen Patientenschutzbrief oder wie man es auch nennen will, ein bisschen hinweisen. Mhm. Es gibt schon sogar kirchliche Stellen, Kreisverwaltungen machen das. Also es ist doch schon ein bisschen bekannter. Und ich hoffe, dass ich die Ansicht, dass man nicht unter allen Umständen noch die letzte Medizin anwenden soll, dass ich das durchsetze. Dafür kämpfe ich ein bisschen. Wie weit würdest du das denn bei dir, oder du hast es wahrscheinlich sehr genau bedacht, ab wann würdest du sagen, will ich nicht mehr? Ich will jetzt schon nicht mehr. Du willst jetzt schon nicht mehr? Aber ich muss noch leben, ich bin für andere Leute noch wichtig. Du klingst topfit, bist du nicht topfit? Geistig sowieso, ja. Aber körperlich nicht mehr so. Die Gehwerkzeuge tun es nicht so und das belastet mich ein bisschen, nicht? Und man muss natürlich denken, je älter man wird, desto enger werden die Lebenskreise, nicht?
Klar, es sterben immer mehr Menschen weg, die man kannte. Du sagst, eigentlich will ich gar nicht mehr, aber eigentlich ist der Körper so, eigentlich auch noch in Ordnung. Die Gehwerkzeuge funktionieren nicht mehr so. Warum willst du nicht mehr? Ach, weißt du, man versteht doch die Welt nicht mehr, man will nicht mehr. Mhm. Man hat gelebt, man hat Spaß gehabt und es ist eine so neue Welt. Warum? Ich sage immer Scherz, ich möchte am Morgen wach werden und merken, dass ich tot bin. Mhm. Ja. Ist es so eine Sattheit auch, lebenssatt? Ja. Mhm. Ja. Es ist genug gewesen, einmal müssen wir durchs dunkle Tor, warum nicht? Also keine Angst vor dem Tod? Wenn du mir jetzt sagst, in einer halben Stunde sterbe ich oder morgen schreie ich auch. Mhm. Das tut jeder. Mhm. Das tut jede Kreatur. Hast du noch nahe Verwandte? Also Kinder oder? Ja. Ich stehe nicht alleine. Mhm. Und ich habe auch noch zu tun. Und Kinder, Enkel? Nein, ich bin nicht verheiratet. Du bist nicht verheiratet? Nein, aber einen großen Sippenbetrieb. Ja? Ja. Und ja, also ich wollte nur ich will gar nicht groß von mir erzählen, das ist auch unwichtig. Ich wollte nur ein bisschen Reklame machen, dass für diesen Patientenschutzrecht, dass die Leute, soweit sie können, vorbauen. Ja. Mehr wollte ich nicht. Das ist ein guter Hinweis. Ja? Und es hat natürlich noch ein besonderes Gewicht, wenn jemand das auch mit deinem Erfahrungshintergrund und in deinem Alter sagt. Ja. Finde ich. Nicht? Umso gut, besser und umso nett, dass du durchgekommen bist. Ja. Ich freue mich darüber und wünsche dennoch alles Gute dir. Ja, danke schön. Dir auch. Wiederhören. Tschüss. André, 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Da haben wir aber Altersunterschiede heute, Mensch. 86 und jetzt 86 19. 86 und jetzt 19, genau. War die Frau fit gerade, ne? Ja, ne? Mann. Grausam. Also ich war... Grausam? Ich war so, dass ich jetzt drin bin, ne? Wieso ist das grausam, dass die Macht da so fit ist? Nein, das meinte ich nicht. Ich meinte nur 86, das ist ein krasser Unterschied. Ja, absolut, ja. Jetzt 86 und dann 19. Und dann so ein kleiner Kerl wie du jetzt mit 19. So ein kleiner Kerl? Naja, klein geht, ne? Wie groß bist du? Ich bin 1,80. Naja, immer noch kleiner als ich. Wie groß bist du denn? 1,85. 85? Hey, ja. Mein Gott. Ach, naja. Bist gar nicht im Fernsehen heute? Nee, heute bin ich nicht im Fernsehen. Naja. Um was geht's, André? Um was geht's? Ja, also ich habe vor 2 Wochen einen... hübsches Mädchen kennengelernt, 16 Jahre. Gratulation. Naja, so ganz nicht. Sie arbeitet in so einer Jugendeinrichtung, da wollte ich auch ein Praktikum machen. Mhm. Sie haben uns kennengelernt, also der Augenkontakt, der war erste Klasse, erste Sahne. Mhm. Sie hat mich angeguckt, ich habe sie angeguckt, es war wirklich super. Und das ging dann eine Woche lang so, ne? Mhm. Bis dann der Chef von diesem Institut sagte, so pass mal auf Katrin, der André möchte gerne mit dir ins Kino gehen. Ach. Ich habe ihm das erzählt und ich habe mich nicht so getraut, ihr das so zu sagen, ne? Mhm. Und er hat das natürlich rausposaunt und ihr war das nicht so ganz recht. Dann sind wir natürlich ins Kino marschiert und ich habe sie danach nochmal gefragt, ob sie das auch wirklich möchte. Also sie sagte, ja, ich hätte dich auch sowieso gefragt. Und dann waren wir im Kino. Mhm. So, haben Händchen gehalten so ein bisschen. Ich habe mich natürlich eine halbe Stunde lang nicht getraut, ihr Händchen zu halten. Aber dann haben wir es doch gemacht. Mhm. Und nichts vom Film mitbekommen? Ach, der Film war sowieso scheiße. 13, die 13 Geister oder so ähnlich. Die 13 Geister? Ja, alles klar. Der war langweilig. Mhm. Aber für mich war es trotzdem interessant. Und dann haben wir Händchen gehalten und danach hat sie mir gesagt, dass sie nach Hause musste. Ja. Weil sie um 5 Uhr irgendwo arbeiten musste bei, weiß ich nicht was. Mhm. Und habe ich sie nach Hause gefahren. Es hat er auch so verdammt gegossen und sie dachte dann nur, dass es Schicksal wäre. Na gut, habe ich mir nichts dabei gedacht und das war jetzt am Samstag, letzten Samstag war das. Mhm. Und ich konnte bis jetzt nichts essen, nicht richtig, nicht schlafen, nicht vernünftig. Ich war total verliebt. Mhm. Und dann war ich ein paar Mal da, eigentlich durfte ich ja gar nicht da sein, weil ich schon 19 bin, in dieser Jugendeinrichtung und habe sie aber trotzdem besucht und ihr hat das wohl nicht so richtig gefallen, weil die anderen sagten, ach ja, der André ist schon wieder da und möchte gerne mit der Katrin zusammen sein und so weiter und so fort. Ne? Natürlich, mir ging das natürlich am Arsch vorbei, sag ich jetzt mal, aber ihr scheint das wohl ein bisschen mehr Probleme gemacht zu haben. Habe ich aber auch erst später gemerkt. Und dann habe ich so gefragt, ob ich das falsch verstanden hätte mit Samstag, mit dem Händchen halten, ob ihre Gefühle vielleicht irgendwie anders wären. Und dann sagte sie, ja, ich bin jetzt ein bisschen durcheinander, vielleicht können wir da mal ein anderes Mal drüber reden. Mhm. Okay, habe ich mir auch gedacht, gib ihr ein bisschen Zeit. Ich habe sie echt zurückhalten müssen, um sie nicht... Aber das Händchen halten war letzten Samstag, ne? Letzten Samstag, genau, waren wir im Kino. So, was ist der Stand der Dinge heute? Ja, ich habe sie angerufen. Also wir haben uns zufällig in der Kneipe getroffen, in der Stadt heute. Aus Bitten komme ich übrigens. Ja. Da, wo diese Teufelskerle herkommen. Ja, ja, ne? Ja, ja. Und haben uns zufällig in der Kneipe getroffen. Und sie ist mir ein bisschen aus dem Weg gegangen. Ich habe versucht, ein bisschen mit ihr ins Gespräch zu kommen. Und irgendwie, sie sagte, ich sollte sie in Ruhe lassen. Aha. Da habe ich sie gefragt, warum soll ich dich in Ruhe lassen? Ja, weil ich total durcheinander bin. Dann habe ich gefragt, ja, erzähl mir das doch mal. Hat sie gesagt, nee. Dann habe ich ein bisschen drauf gedrängt, hat es mir doch erzählt. Und zwar
ja, wollte sie hier weg irgendwie. Und ich weiß auch nicht, ob es wegen mir war, aber sie meinte es wohl, es wäre nicht wegen mir. Und jedenfalls ist sie ein bisschen durcheinander jetzt. Ja, was ist denn der Grund? Warum ist sie durcheinander? Das kann ich nicht sagen. Das weißt du nicht. Und du weißt auch nicht, warum sie letztendlich mit dir jetzt nicht näher was zu tun haben möchte. Genau, das weiß ich nicht. Was hängst du da in den Seilen? Genau. Mhm. Ich habe sie nochmal angerufen. Also ich habe sie, als wir im Kino waren, nochmal angerufen. Da habe ich gesagt, dass ich sie süß finde. Und ob sie sich weiter mit mir treffen wollte. Und dann meinte sie, ja, so ein bisschen zögerlich, dass sie das machen würde. Mhm. Und ja, aber sie hat sich noch nicht gemeldet. Und heute habe ich sie dann nochmal angerufen und sie meinte, ja, ich möchte irgendwie weg, es liegt nicht an mir, habe ich extra nochmal nachgefragt, ob es an mir liegt. Sie möchte irgendwo weit weg nach Köln. In die weite Ferne? In die weite Ferne. In die große Stadt? Ja, vielleicht, ja. Mensch, sie ist ja noch sehr jung, ne? Sie ist 16 Jahre. Genau. Vielleicht sollte sie auch einfach ein bisschen Zeit lassen. Ja, das Problem ist, ich fange nächsten Freitag mit dem Praktikum da an und sie meinte, dass sie da nicht mehr da wäre. Ja gut, aber du hast doch eine Telefonnummer und kannst die ja dann privat erreichen. Ja, ich bin zu schüchtern. Ja, so schüchtern bist du nur auch nicht. Ja, es geht. Nee. Ja, du darfst das jetzt nicht so, das darf nicht so eine Schnellschussangelegenheit werden. Ja. Ich merke schon, dass du ein bisschen wibbelig bist, ne? Und, ein bisschen hibbelig. Ja, und schnell jetzt alles Nägel mit Köpfen haben willst, ne? Ja. So geht's nicht. Also ich bin auch, muss ja zusagen, meine frühe Beziehung, ich bin 4 Jahre mit einer zusammen gewesen. Die ist auch daran gescheitert, dass ich zu schnell war, also zu viel von ihr verlangt. Ja, und vor allen Dingen musst du ja bedenken, sie ist nun wirklich noch sehr jung. Das ist schon ein großer Unterschied, wenn der eine Teil 16 ist und 19. Das ist in der Zeit sind 3 Jahre verdammt viel. Ich bin da bald 17. Na gut, und du wirst bald 20. Also ja, das kann man so sagen. Also da würde ich jetzt mal ein bisschen vorsichtig sein und sie mal ein bisschen in Ruhe lassen und dann nochmal anrufen, dann vielleicht mal irgendwie sich mal zum Kaffee oder irgendwie nachmittags mal treffen. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, wie weit ich gehen soll. Sie scheint einen ziemlich distanziert zu sein von mir. Ja, lass sie doch erstmal noch ein bisschen Ruhe. Lass doch mal eine Woche Pause. Meinst du, ich muss ja am Donnerstag sowieso nochmal wegen dem Praktikum, wegen den Unterlagen. Ja, dann bist du einfach ganz freundlich, aber baggerst nicht weiter. Wollte ich nicht weiter bangern. Nee, wacht's einfach mit. Das ist immer das Allerbeste, sich auch ein bisschen so rar zu machen. Ich habe ja noch geschrieben, dass... Umso spannender bist du für sie. Ja, das hat mir der Chef auch schon gesagt, je weniger, desto mehr, ne? So, genau. Aber wenn du da schon hechelnd rumläufst und... Manchmal ist das gar nicht so einfach, das zu verbergen. Ist mir schon klar, aber da musst du halt ein bisschen diszipliniert mit dir umgehen. Da habe ich hier gerade noch geschrieben, dass ich gerne, als, wenn sie keine Beziehung möchte, als Freund zur Seite stehen. Ach, das ist alles Pillepuh. Du willst doch letztendlich eine Beziehung mit ihr. Ja, sicher. Dann schreib ihr auch nicht, ich will gut Freund sein mit dir. Das ist alles Quatsch. Ich meine, wenn sie mir im Moment eine Freund... Das ist doch nur ein Köder. Damit willst du sie doch nur an dich ranziehen. Du Fifilu. Ja. Ne? Wollte ich eigentlich. Aber ich dachte mal, Freund ist vielleicht erstmal besser als eine Beziehung. Ja. Vielleicht entwickelt sich ja das eine Beziehung daraus. Ja, aber das ist alles so durchsichtig. Ja, das ist auch ein bisschen durchsichtig. Ich hatte damit auch echt zu knacken. Ich konnte kaum was essen. Das war echt grausam. Sag bloß, so hat es eingeschlagen. Ja, ich habe 3 Kilo abgenommen innerhalb von einer Woche. Mann. Und daneben noch Sport gemacht wie so ein Bekloppter. 3-mal in der Woche, das muss ich mal reinziehen. Aber sie ist ja schon, ist sie dir denn nicht zu jung? Nein, die ist total reif, finde ich, für ihr Alter. Die wird bald 17 und die hat mir nur sehr angetan. Wie sieht sie denn aus? Spitze. Super süß wahrscheinlich. Super, ne? Süß. Super süß. So rötliche Haare, kleiner als ich. Was, kleiner als du? Ja, ein bisschen. Ja, klar. So 5 cm, 10 cm, weiß der Teufel. Ja. Aber das ist ja auch egal. Mir kommt es eher so auf ihren Charakter an und was sie so über mich denkt. Ja, die kommt natürlich auch die inneren Werte an, ne? Natürlich. Ja, klar, natürlich. Natürlich, was sagst du denn? Ja, klar. André, also jetzt mal ein bisschen runterfahren, ne? Meinst du, sollst den Gang zurückschalten? Ja, unbedingt. Kannst du. Also ich nehme das auch gerade auf Band auf. Vielleicht sollte ich dir das mal vorspielen. Nein. Ja, irgendwann mal, aber vielleicht nicht jetzt sofort. Was meinst du, was du vielleicht bewirken kannst, wenn du einfach eine Woche jetzt wartest? Ich muss ja bis Donnerstag. Ja gut, Donnerstag bist du einfach freundlich zu ihr, aber machst keine Avancen und gehst nicht... Ich habe dir gerade diese Nachrichten hier geschrieben. Meinst du, ich soll mich dann nochmal irgendwie drauf melden oder soll ich das lieber lassen? Lass es erstmal. Lass es. Und melde dich vielleicht zu Ende nächster Woche. Mhm. Das wirst du doch wohl aushalten, Mensch. Ja, das sagst du so einfach. Ja, das sag ich so. Du bist ja nicht in meiner Situation. War ich aber auch schon sehr oft, André. Ja? Ja. Und ich weiß auch, wie schwer das ist, aber ich weiß, dass es auch geht. Dann bin ich ja mal gespannt. Jetzt müssen wir Schluss machen. Ja, ich weiß. Kann ich mich vielleicht bei dir nochmal melden, wenn es irgendwelche Fortschritte gibt? Klar, zu jeder Zeit. Ja? Krieg ich ein Autogramm noch von dir? Ja, kriegst du auch. Leg bitte auf und wir rufen gleich nochmal an. Ah, super. Danke, Domian. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss. Jo, danke. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Michael Jansen, Dorit Herber, Pamela Koppay, Tim Stienauer und Heide Schweizer.
Nächste Woche heißt unser Thema Dienstag, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, Tod im Urlaub. Ich wünsche euch ein schönes und gutes Wochenende und wir sehen und hören, hören und sehen uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag hier im Radio bei 1Live und zeitgleich im WDR Fernsehen, dann wieder mit einer offenen Telefon-Talkshow. Ja, schönes Wochenende. Bis Montag. Ciao.